Hallo Leute, herzlich willkommen zum ersten Podcast mit André Hunko. Hallo André, wie geht's dir? Hallo Petram, ja, mir geht's gut. Ende der Sitzungswoche hier in Berlin. Wir sitzen hier in meinem Büro und ich bin froh, jetzt irgendwie bald Wochenende zu haben. Aber sonst geht's gut. Viel passiert. Ist das so? Jahresende im Bundestag, ist man als Abgeordneter geschafft oder freust du dich einfach über Weihnachtsferien oder wie fühlst du dich gerade? Also man ist schon ganz schön geschafft, weil jetzt die letzten Wochen unglaublich dicht waren. Hier sind ganz, ganz viel Vorgänge noch durchs Parlament gedrückt worden, die Debatten gehen bis in den Abend rein. Und zum Beispiel heute Morgen musste ich dann ganz früh aufstehen, weil ich noch ein Statement machen wollte zu der Wahl in Großbritannien. Also ist schon, wenn man wirklich was machen will und was bewegen will, dann geht das auch irgendwann an die Substanz. Und da freue ich mich jetzt natürlich auf Weihnachten und ein paar ruhige Tage. Wunderbar. Wie dein Name schon verrät, hast du irgendwas mit Ukraine auch zu tun, ne? Du hast doch ukrainische Abstammung, oder? Genau, mein Name ist eigentlich ukrainisch. Ich bin aber 100% deutsch sozialisiert. Ich bin in München geboren. Aber mein Großvater und die Familie väterlicherseits, die kommen aus der Ukraine, daher mein Name. Mein Großvater war nach der Russischen Revolution, beziehungsweise die ganze Familie, das waren Bauern, irgendwo im Zentralland der Ukraine. Und die Russische Revolution hat sozusagen die Familie entzweit. Ein Teil ist zur Roten, also Richtung Rote Armee, ein Teil zu den ukrainischen Nationalisten. Ich stamme sozusagen diesem letzteren Teil ab. Aber auch mein Großvater ist schon 1959 gestorben, bevor ich geboren worden bin, sodass ich nie irgendwelche Bezüge hatte zu dieser Geschichte direkt. Es gibt auch keine Familienteile mehr in der Ukraine. Aber du verfolgst die politischen Entwicklungen in der Ukraine mit etwas besonderem Interesse und Intensität, ne, in den letzten Jahren. Ja, das hat natürlich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen persönliche Gründe, aber vor allen Dingen politische, weil vor allen Dingen der Konflikt in und um die Ukraine seit 2013 ein zentraler geopolitischer Konflikt geworden ist. Man muss einfach sehen, wir haben im Donbass schlimmsten Krieg in Europa, über 13.000 Tote, Millionen, die vertrieben sind oder geflüchtet sind. Das ist jetzt auch eine Sache, die ganz, ganz schwer ist zu lösen. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen drüber reden. Aber man muss einfach wissen, dass es natürlich auch dort sich sozusagen die ja, letztlich die Konfrontation zwischen Westen einerseits und Russland andererseits konzentriert. Ukraine ist ja so eine Art Brückenland, ne, zwischen West und Ost, zwischen Russland und Europa. Und statt eine Brücke zu sein, ist es jetzt so ein bisschen ein Schlachtfeld gewesen, ne? Also es könnte ein Brückenland sein, wenn es eine insgesamt international entspanntere Entwicklung geben würde. De facto war es so, dass die Ukraine im Jahre 2013 mit dem Assoziierungsabkommen der Europäischen Union letztlich vor die Alternative gestellt wurde, sich zwischen der EU-Orientierung und dem EU-Einfluss einerseits und Russland andererseits zu entscheiden. Das wollte der damalige Präsident nicht, Janukowitsch, und er wollte das noch vertagen. Und dann kam es zu diesen Maidan-Protesten im Winter 2013, 2014, und letztlich zum Sturz der Regierung Janukowitsch, und zu einer sehr pro-westlichen, auch verfassungswidrigen, muss man sagen, Übergangsregierung. Und dann als Reaktion darauf, dann im Osten der Ukraine zunächst Föderationstendenzen und später separatistische Tendenzen, weil der Osten der Ukraine viel stärker an Russland orientiert war und der Westen der Ukraine eben an Europa oder genauer gesagt eigentlich an den USA.
Also statt so ein gemeinsames Brückenland zu sein, ist es ein gespaltenes Land, vom Bürgerkrieg zerrissen. Und wie du schon gerade gesagt hast, bis zu 13.000 Tote in den letzten Jahren, ne? Mindestens 13.000 Tote. 13.000 ist die offizielle Zahl. Man kann davon ausgehen, dass die Zahl noch höher ist. Ja, und vor allen Dingen, es betrifft uns letztlich auch deshalb besonders, weil die Ukraine-Krise der Grund dafür ist, dass jetzt überall aufgerüstet werden soll. Ja, das 2%-Ziel der NATO wurde im Sommer 2014 in Wales aus der Kiste nochmal rausgeholt und als Top oben auf die Agenda gesetzt. Und seitdem haben wir auch diese Aufrüstung auch in Deutschland, 12 Milliarden Euro mehr Ausgaben jetzt im Verteidigungshaushalt für 2020 gegenüber der Zeit damals. Es ist einer der großen geopolitischen Konflikte. Natürlich spielt Russland da eine Rolle. Und mit Russland wird ja, mit dem Blick auf Russland wird ja auch diese Aufrüstung legitimiert. Jetzt mal ganz kurz zurück, Konflikt in der Ukraine. Wie ist denn die Situation 2019 gewesen? Wurde da noch geschossen? Ist da noch Krieg? Naja, es gab eine heiße Phase des Krieges, vor allen Dingen 2014, wo es praktisch zur offenen, totalen Konfrontation kam, wo auch die meisten Todesopfer zu verzeichnen waren, wo die Menschen geflohen sind. Ich habe zum Beispiel dann im Februar 2015 die Gelegenheit gehabt, den Flughafen in Donetsk nochmal zu sehen. Ich bin, glaube ich, der einzige Abgeordnete jetzt, damals zusammen mit Wolfgang Gerke, aber jetzt im Bundestag, der einzige, der überhaupt mal dieses Ausmaß der Zerstörung sich vor Ort anschauen konnte. Und das ist so ein Horror. Das ist der Donetsker Flughafen war sehr, sehr neu, sehr modern, weil er zur EM, glaube 2006, war Europameisterschaft, glaube ich, in der Ukraine, Fußball-Europameisterschaft, damals gebaut wurde. Dort steht kein Stein mehr auf dem anderen. Also es ist wirklich ein einziges Trümmerfeld. Man sieht Baumstümpfe, die alle so in 3 Meter Höhe, 2, 3 Meter Höhe abbrechen. Also man kann sich das Feuerbrunst sozusagen da vorstellen. Und das ist ja nur ein Symbol. Also dieser Krieg war im Sommer 2014 wirklich ganz heftig am Toben. Das war auch die Zeit, wo dann dieses Flugzeug abgeschossen wurde, MH17. Ist ja immer noch Gegenstand von Untersuchungen ist. Und danach gab es immer wieder auch Kämpfe, aber es gab dann im Februar 2015 diese Minsk-2-Vereinbarung, die eigentlich einen, wenn auch nicht detailliert ausgearbeiteten Plan, aber einen generellen Plan vorsahen, wie man aus der Situation rauskommen kann. Wir waren da beteiligt bei diesen Verhandlungen. Bei diesen Verhandlungen waren direkt und offiziell beteiligt das sogenannte Normandie-Format, also Frankreich, Deutschland, Ukraine, Russland. Indirekt natürlich auch die Separatisten in der Ostukraine, aber die werden ja nicht als offizielle Akteure anerkannt. Und die russische Seite hat sicherlich auch einen großen Einfluss auf die, aber die waren natürlich auch irgendwo indirekt beteiligt. Ja, und nach diesem Verabschiedung des Minsk-2-Abkommens, gibt es eine Kontaktlinie, eine Grenze, die mitten durch den Donbass geht. Und an dieser Grenze wird aber immer wieder geschossen. Auch während jetzt der jüngsten Verhandlungen beim Normandie-Gipfel in Paris, an dem gleichen Tag sind auch 3 Menschen erschossen worden an der Grenze. Also es gibt dann immer wieder Gefechte, aber eben keine, wenn man so will, es ist ein Stellungskrieg. Also keine großen Verschiebungen, keine offene Konfrontation, aber immer wieder Granatbeschüsse. Ich habe das selbst mal erlebt. Ich war, als ich im Februar 2015 in Donetsk war, habe ich auch Granatbeschuss erlebt. Auch später nochmal in Golovka. Das ist schon richtig krass. Man hört halt sozusagen die Luft zischen und dann schlägt es irgendwo neben dir ein.
Das ist ein ziemlich schlimmes Gefühl. War so Alltag über Monate, ne? So oder Das ist eigentlich. Alltag Es ist auch. Alltag. Bis heute Bis eigentlich. heute eigentlich Alltag, dass das immer wieder passiert. Und damals, wo ich das erlebt habe, habe ich auch gesehen, wie die Menschen, die dort leben, das völlig teilnahmslos eigentlich hinnehmen. Man kann gar nicht mehr bei jedem Granateinschlag sozusagen sich aufregen, sondern die Leute waren ganz schön apathisch, die dann noch dort geblieben sind. Und das waren schon ganz schlimme Bilder, die ich da erlebt habe. Jetzt ist aber seitdem ja trotzdem einiges passiert. Es gab ja auch Wahlen in Ukraine und es kam ein Präsident, der ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Genau, man muss sagen, dass der letzte Präsident Poroschenko eigentlich, dass unter ihm Entspannung kaum möglich war. Der jetzige Präsident Zelensky, eigentlich ein Schauspieler, Fernsehschauspieler gewesen, der den Präsidenten im Fernsehen gespielt hat, jetzt ist ein realer, der hat seinen Wahlkampf vor allen Dingen damit auch gemacht, dass er gesagt hat, ich möchte endlich zum Frieden kommen. Hat eine überwältigende Mehrheit bekommen. Das ist wirklich erstaunlich, dass er praktisch als völlig unbekannt, also nicht ganz unbekannt, aber auf der politischen Bühne Newcomer, ich weiß nicht, über 70% oder so bekommen hat. Und auch seine Partei, die heißt Diener des Volkes, auch entsprechend viel Stimmen bekommen hat, sodass er natürlich über große parlamentarische Mehrheiten auch verfügt. Und jetzt erwarten die Menschen natürlich, dass er auch was liefert. Und interessanterweise gab es schon in den letzten Monaten einige Fortschritte, die unter Poroschenko nicht möglich waren. Es gab Entflechtungen, sogenannte Entflechtungen an dieser sogenannten Kontaktlinie, die beiden Seiten sich gegenüberstehen im Donbass. Also wo praktisch schwere Waffen abgezogen wurden, wo Übergänge geschaffen wurden für die Bevölkerung dort. Und das hatte auch funktioniert. Und unter Poroschenko hieß es immer, das geht nicht, das ist nicht umsetzbar, ist nicht durchsetzbar. Und plötzlich ging es. Also war schon interessant. Es gab Gefangenenaustausche mit der russischen Seite auch. Insofern ein paar positive Schritte. Und jetzt gab es eben einen großen Gipfel zum ersten Mal seit über 3 Jahren im Normandie-Format, also mit Merkel, mit Macron, mit Zelensky und mit Putin in Paris. Das war am Montag. Und das alleine, dass das stattgefunden hat, ist schon mal was Besonderes, weil es, wie gesagt, der letzte Normandie-Gipfel ist über 3 Jahre her. Das heißt, über 3 Jahre haben sich die Regierungschefs, die eigentlich dafür verantwortlich sind, Minsk II umzusetzen oder dabei zu helfen, das umzusetzen, nicht getroffen, sondern man hat sich vielleicht nur auf irgendwelchen Arbeitsebenen getroffen. Und da gab es durchaus jetzt einige Fortschritte. Was wurde da verabredet? Was wurde da beschlossen? Naja, was verabredet wurde, ist erstens, dass es weitere Entflechtungen gibt, also weitere Punkte, die demilitarisiert sind an dieser Kontaktlinie, wo auch wieder Übergänge geschaffen werden sollen für die Bevölkerung. Es wurde beschlossen, dass ein totaler Gefangenenaustausch stattfindet, also alle gegen alle, heißt es da im entsprechenden Dokument. Also alle irgendwie in dem Kontext Gefangenen sollen gegen alle ausgetauscht werden. Es wurde eine totale Waffenruhe vereinbart. Jetzt mal schauen, ob die hält. Es wurde auch in Minenräumung, da ist es jetzt auch wie in Kriegsgebieten häufig voll von Minen vereinbart. Das ist alles sehr positiv. Angela Merkel sprach von einem Durchbruch. Ich finde das zu viel gesagt, aber es sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. Und jetzt ist es unglaublich wichtig, dass das auch wirklich umgesetzt wird und nicht torpediert wird. Weil das sind letztlich auch vertrauensbildende Maßnahmen, weil das eigentlich dicke Brett, das ist noch nicht gelöst.
die politische Lösung für diese abtrünnigen Regionen Donetsk und Lugansk. Und da steht dass die Lösung ist eine Kombination aus drei Elementen, die im Minsk-II-Abkommen halt vereinbart sind. Erstens Sonderstatus für die Regionen. Man muss wissen, die wollten damals ja auch 2014 mehr Autonomie, eigentlich eine Föderation, wie in Deutschland, wo die Bundesländer entsprechende Kompetenzen haben. Das gibt es ja alles in der Ukraine nicht. Also mehr Autonomie als erster Punkt. Zweitens Wahlen in der Region nach ukrainischem Recht, Unterbeteiligung internationaler Wahlbeobachter von der OSZE und wenn praktisch und drittens die Wiederkontrolle der Ukraine über die Grenzen. Weil sie haben ja jetzt nicht die Kontrolle über die Grenzen nach Russland, sondern dazwischen sind ja die beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und die Ukraine hat keine Kontrolle letztlich ihrer Grenzen. Und diese drei Elemente, Autonomie, das muss durch ein entsprechendes Gesetz in Kiew beschlossen werden, Wahlen und Grenzkontrolle, die müssen sozusagen in einer bestimmten Kombination angewendet werden. Weil wenn es jetzt nur erstmal die Wahlen geben würde, dann sagen die Ukrainer, aber wir können keine Wahlen zulassen, wo wir letztlich keine Sicherheitskontrolle haben, weil es ist ja nach wie vor kontrolliert von den sogenannten Separatisten. Wenn es jetzt nur erstmal die Grenzkontrolle geben würde für die Ukraine ohne die Wahlen, dann sagen die in Donbass, dann haben wir gar keine demokratische Mitspracherecht mehr. Und wenn es keinen Sonderstatus geben würde, dann ist eigentlich der Grund, warum sie überhaupt rebelliert haben, wieder da. Also das Ganze muss sozusagen kombiniert werden miteinander. Jetzt war aber zu hören, dass in der ukrainischen Parlament tatsächlich diese Autonomie. Radikal. Aber das kam jetzt oft in den Medien. Die Art und Weise dieser Kombination der drei Elemente, es geht jetzt sehr ins Detail, aber diese Art und Weise der Kombination, die sehr wichtig ist, dass man sagt, zum Beispiel, wenn die OSZE nach der Wahl gesagt hat, das waren freie und faire Wahlen, dann tritt das und das in Kraft. Dann tritt das Autonomiestatut in Kraft, dann tritt meinetwegen oder tritt die Grenzkontrolle wieder in Kraft. Das muss sozusagen miteinander alles gekoppelt werden. Und diese Kopplung halt, nennt man Steinmeier-Formel. Das ist, was immer durch die Medien hier geht. Das aber umzusetzen, ist das eigentlich große politische Projekt, was jetzt in Paris noch nicht geschaffen wurde. Sondern die Schritte, die ich eben benannt habe. Man hat in Paris aber vereinbart, dass es wieder in 4 Monaten einen neuen Gipfel geben wird, der Chefs, also der Staats- und Regierungschefs, um das anzugehen. Das heißt, wenn jetzt die vertrauensbildenden Maßnahmen laufen und funktionieren, dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit sehr groß oder ist jedenfalls da, dass dann halt diese Steinmeier-Formel gleichermaßen interpretiert wird, da gibt es immer Interpretationsunterschiede, und dann auch umgesetzt wird. All das ist festgehalten, jetzt im Beschluss vom Normandie, jetzt in der Vereinbarung, und deswegen ist es schon sehr positiv zu sehen. Was du eben angesprochen hast, das Parlament hat gestern in Kiew diesen Sonderstatus, diesen Autonomiestatus für den Donbass bestätigt. Also sie haben das für ein Jahr verlängert, was sozusagen erstmal ein positives Signal ist. Das ist auch wichtig. Und es ist wichtig, dass jetzt diese einzelnen Schritte tatsächlich umgesetzt werden und dass solche positiven Elemente kommen. Jetzt gibt es aber auf allen Seiten, in Russland, in der Ukraine, in Deutschland und darüber hinaus natürlich auch Kräfte, die wollen das nicht. Die wollen festhalten an der Konfrontationsstruktur. Sie finden natürlich Gründe.
Also wir haben einen Zug, der Richtung Frieden fährt und der wird aber von allen Seiten sabotiert. Ja, der Zug, ich würde fast sagen, wir haben ein Zug ist fast so ein starkes Bild. Also wir haben eine Chance. Es ist vielleicht eher ein Rinnsal oder eine Entwicklung, die sich abzeichnet, die aber zum Beispiel von ukrainischen Nationalisten, die sind ja auch nach wie vor sehr stark, sehr rechte Kräfte in der Ukraine, die das als Verrat ansehen, als Ausverkauf an Russland. Natürlich gibt es in Russland auch Kräfte, die auch Putin vorwerfen, zum Beispiel viel zu viel Vertrauen in den Westen zu haben. Die haben ja auch, also man muss ja auch das, auch das, die Russen haben ja auch manchmal, haben ja auch Sicherheitsbedenken, weil da spielt dann wiederum die NATO-Osterweiterung eine Rolle, die Sorge, dass die Ukraine praktisch in die NATO eintritt und dass dann praktisch die NATO direkt an der Grenze zu Russland steht. Ja, das ist auch deren Angst und das muss man ja auch berücksichtigen. Und da gibt es natürlich Kräfte, die sagen, geh nicht, macht nicht so viel mit den und solchen Vereinbarungen. Ja, und es gibt in Deutschland auch Kräfte, die das halt nicht so positiv sehen. Wir hatten gestern eine Debatte hier im Bundestag. Da waren die Kritiker vor allen Dingen kamen eher aus den Reihen der FDP und der Grünen beispielsweise. Und man hat natürlich Medien, die Bild-Zeitung klassischerweise, die Springerpresse insgesamt, die da oft dagegen schießen. Und es gibt natürlich geopolitisch, es gibt US-Interessen, die sehr stark sind in der Ukraine, die das auch nicht gerne sehen. Ja, aber darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ich meine, der ganze Konflikt hat ja auch sehr viel zu tun mit dem US-amerikanischen Einfluss dort und sozusagen das Bild war ja, wenn Ukraine ein Brückenkopf ist zwischen Europa und Russland, man will beide schwächen als geopolitische Kontrahenten oder Konkurrenz, dann macht man die Brücke einfach kaputt. Das hat ja auch relativ gut funktioniert, ne? Der steht ja auch bei Brzezinski in seinem Buch. Die einzige Weltmacht, dass man genau das machen soll. Es gab ja auch amerikanische Thinktanks, es gab einen Herrn Friedmann, der mal eine Rede gehalten hat, der meinte, es ist immer unsere Außenpolitik gewesen, Deutschland und Russland gegeneinander in Stellung zu bringen, damit die sich ja nicht irgendwie zusammenkommen und so. Hat sich denn da unter Trump was geändert? Kann man sagen, dass Trump mehr Nähe zu Russland sucht, weil er jetzt heftiger gegen China vorgehen will und deswegen auch der Konflikt sich ein bisschen beruhigt? Schwer zu beantworten. Also auf jeden Fall stimmt das, was du sagst, dass diese außenpolitische Strategie der USA da ist. Eine große Rolle spielte beim Sturz von Janukowitsch. Ja, also diese gewaltsamen Proteste auf dem Maidan wurden auch von US-ausgebildeten Kräften halt befeuert. Und damals sagte Victoria Nuland, die, ich glaube, das war die Staatssekretärin im Außenministerium, wird man hier sagen, wir haben 5 Milliarden Dollar in die Ukraine investiert und jetzt wollen wir Ergebnisse sehen. Das ist, kann man nachlesen auf der Webseite des Weißen Hauses. Das hat sie ganz offiziell in der Rede so gesagt. Das ist ein großes Interesse und es ist in der Tat so, dass Trump hier ein bisschen zurückhaltender erscheint. Weil der Hauptfokus von Trump ja China ist und nicht Russland. Aber in den US-Eliten, auch in der US-Administration, sind die Kräfte, die an diesem Kurs festhalten, unglaublich stark. Und deswegen würde ich da nicht drauf bauen, dass jetzt die USA, keine Ahnung, hier das Interesse verliert. Und ich finde ein Zeichen dafür, da gibt es noch andere Gründe für die Reaktion, aber ein Zeichen dafür sind die jetzt vorgestern beschlossenen Sanktionen gegen die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Da hat ja der US, ich weiß nicht, ich glaube, das Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass man jetzt Sanktionen gegen die Firmen, die an dieser Pipeline mitwirken, dass man die sanktionieren kann, dass
Das ist schon, sind schon sehr weitreichende Sanktionen. Man greift eigentlich auf Antiterrorismusgesetze dabei zurück. Also man behandelt letztlich Firmen, deutsche Firmen hier, die daran mitbauen, wie Terroristen. Es betrifft ja vor allem europäische Firmen, ne? Weil die bauen das ja, oder wer Ja, baut das? europäische und deutsche Firmen, europäische Firmen. Ja. Und das ist schon richtig krass. Und so eine Form von Sanktionen gab es auch noch nicht. Das sind extraterritoriale Sanktionen, die auch völkerrechtswidrig sind. Wir können ja nicht einfach hier sagen, jetzt beschließt der Bundestag, weiß ich was, dass das und das dort in der Welt uns nicht gefällt und wir sanktionieren da die Firmen oder so, ja, oder die Staaten und weiß ich was. Also so kann man da eigentlich in der internationalen Politik nicht umgehen, aber die USA nehmen sich das heraus. Und in den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob diese Sanktionen umgesetzt werden. Aber und dann wird es heuchlerisch begründet, dass Europa sich damit in eine zu starke Abhängigkeit begeben würde von Russland. Und in Wirklichkeit geht es aber eben genau zum einen darum, dass man diese Kooperation zwischen EU und Russland oder zwischen Deutschland und Russland, zwischen Kerneuropa und Russland nicht will. Und auf der anderen Seite geht es ganz schnöde darum, dass die USA ihr viel teureres Fracking-Gas auf den europäischen Markt bringen wollen. Das wird ganz offen diskutiert und das ist schon krass. Also die USA wollen da ihr praktisch einen Marktkonkurrenten eigentlich beseitigen, damit sie ihr viel teures und übrigens auch sehr viel umweltschädlicheres, klimaschädlicheres Fracking-Gas in Europa verkaufen können. Ich finde das unsäglich. Aber es hat ja mit freiem Markt dann auch nichts mehr zu tun auf internationalen Märkten, ne? Das ist ja so, wenn man nach freien Marktverhältnissen gehen würde, würde man ja, hier ist ein Handel, die sind billiger, mit dem wollen wir was machen, aber geht nicht. Genau, das hat mit freiem Markt eigentlich nichts zu tun. Das ist Wirtschaftskrieg im Grunde genommen. Gut, man kann jetzt darüber eine andere Diskussion führen. Brauchen wir so viel Gas? Ist das die sinnvolle Zukunftsinvestition? Wir Linken sind ja auch für einen Ausstieg aus der fossilen Energie mittelfristig. Wobei ich halt schon denke, dass Gas am ehesten die Brückentechnologie ist, weil normales Gas, konventionelles Gas jetzt weniger klimaschädlich ist als Kohle und Atom ist aus anderen Gründen hochproblematisch. Deswegen, und irgendwo muss man den Übergang, muss man ja auch irgendwie organisieren. Deswegen, ja, jetzt kann man darüber streiten, braucht man so viel Gas. Ja? Da gibt es durchaus Debatten, aber ich finde, wenn man auch so ein Projekt vereinbart hat, dann sollte man das nicht aus solchen geopolitischen Gründen praktisch torpedieren, wie das gerade stattfindet. Und wir werden in den nächsten Wochen hier noch eine ganz, ganz scharfe Auseinandersetzung führen. Also hier ist es im Bundestag tendenziell so, dass ja vor allen Dingen eigentlich in der Frage halt vor allen Dingen Grüne und FDP eher dagegen schießen. Auch Teile der CDU, da ist das auch umstritten. Also gibt es einen Transatlantikerflügel in der CDU, die wollen das eigentlich auch nicht. Bütikofer im Europaparlament von den Grünen hat gestern sogar ganz offensiv die Sanktionen begrüßt. Also die Sanktionsdrohung der USA begrüßt, die illegale Sanktionsdrohung begrüßt. Das ist schon, finde ich schon ganz schön krass. Aber gut, das ist nur ein Zeichen dafür, dass diese US-Strategie auch eine engere Kooperation zwischen Deutschland und Russland zu torpedieren nach wie vor sehr stark ist. Mischt sich in der Form, in der Person von Trump mit diesen direkten Kapitalinteressen, eigenes Gas auf Europa, auf den europäischen Markt zu pumpen. Ja, diese Geschichte mit USA und deren Interesse, das geopolitische Spiel, einen Keil zwischen Europa und Russland zu treiben, das scheint ja ein bisschen die Hintergrundstory von allem zu sein, was in Ukraine sich abspielt, ne? Jetzt spielte aber auch Ukraine noch eine Rolle in den ganzen Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Wo ja diese Telefonat, war das mit Poroschenko oder mit Zelensky? Mit Zelensky, ja, rausgeleakt worden sind. Wie schätzt du das ein? Also ich finde es ja auch interessant, so was für ein
Verhältnis zwischen Trump und Zelensky da zutage kommen, als wäre er so ein Befehlsempfänger von Trump. Also wenn das stimmt, was da, wie diese geleakten Dokumente sind, ist es ja, es hat ja nichts mit diplomatischer Augenhöhe zu tun, was da abläuft, ne? Ja, diese Dokumente wurden ja auch offiziell veröffentlicht, also diese Mitschriften von diesem Telefongespräch. Ich habe mir das auch angeschaut. Und im Grunde genommen gibt es drei Skandale, die ich da gesehen habe. Über zwei wird meistens gar nicht gesprochen. Der eine Skandal, über den gesprochen wird, das ist, dass Trump im Grunde genommen Zelensky andeutet, dass er doch was machen soll gegen den Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, der 2014 nach dem Umsturz in die Chefposition eines dieser großen ukrainischen Gaskonzerne gehievt wurde. Da wurden extra Posten für geschaffen. Das hat natürlich, also dass Trump jetzt Zelensky letztlich, also ich habe mir das ist nicht ganz scharf, aber zumindest eben so andeutet, kannst du nicht mal schauen, dass der juristisch da verfolgt wird. So in diese Richtung geht das. Der Hunter Biden, dass der juristisch verfolgt wird. Das stinkt natürlich, weil Joe Biden, Vater von Hunter Biden, Gegenkandidat von Trump in den US-Wahlen ist. Das ist die große Aufregung in den USA. Darum geht die ganze Geschichte, das Amtsenthebungsverfahren und so Und weiter. Trump droht ja auch, dass da gewisse Waffenexporte dann oder Waffenlieferungen dann stoppen würde, wenn die das nicht machen, ne? Genau, es kommt jetzt nicht direkt aus diesem Telefongespräch, kann man das jetzt nicht ableiten, aber man kann das sicherlich auch so kontextualisieren, dass es dann auch praktisch mit untermauert wird mit solchen Exportstopps. Der eigentliche Skandal für mich aber ist, und der wird überhaupt nicht diskutiert, wir haben 2014 diesen Umsturz gehabt in der Ukraine. Die USA sagte, wir haben 5 Milliarden investiert, jetzt wollen wir Ergebnisse sehen. Dieser Umsturz war verfassungswidrig, kann man auch als Putsch bezeichnen. Es gab eine illegale Übergangsregierung und unmittelbar nach dem Umsturz wird der Sohn des damaligen Außenministers in den größten Gaskonzern gehievt. Mehr korrupt geht ja nicht. Mehr Korruption geht eigentlich kaum noch. Und das müsste untersucht werden. Da hat Trump recht. Völlig recht, dass das ein Skandal ist. Nur was er nicht machen darf, er darf das nicht mit seinem eigenen Wahlkampf vermischen. Deswegen sage ich, das muss aufgeklärt werden. Dafür braucht es eine internationale Untersuchungskommission, unabhängig, die diese Verwicklung damals auch der US-Administration in den Umsturz und das Profitieren später daraus untersucht. Darüber redet aber kein Mensch, weil es passt überhaupt nicht zu dem westlichen Narrativ. Das war eine Demokratierevolution und so weiter und so fort. Ja, und es gibt ein drittes Element in dem Telefongespräch, wo beide sich einig sind, Zelensky und Trump, das fand ich auch ziemlich krass, dass Deutschland und Europa und die EU sozusagen die Ukraine im Stich lassen, weil sie keine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vornehmen. Da bestätigen sie sich gegenseitig in diesem Bild während des Telefongesprächs zu Beginn. Okay, da kann man, das muss Zelensky wahrscheinlich mitmachen, weil er ist natürlich da, muss da auch Trump ein bisschen am Mund reden, sagt dann, USA ist der einzige Freund, weil die sanktionieren ja weiter gegen Russland und die Deutschen machen es nicht wirklich und so weiter. Das finde ich eigentlich auch, also auch schon krass, wie da sozusagen gesprochen wird. Aber all das wird ausgeblendet, geht nur um diese, praktisch, dass Trump vorgeworfen wird, seinen Konkurrenten halt zu schwächen. Das ist kritikwürdig, keine Frage. Aber die anderen Sachen sind auch massiv kritikwürdig. Jetzt zu dem ganzen Konflikt EU, Ukraine, Russland, USA und Versuche der Entspannung, die es da gibt. Du hast ja davon gesprochen, dass von allen Seiten auch immer wieder diese kleine Rinnsal-Hoffnung auf Frieden, das auch von allen Seiten auch torpediert wird. In diesem Zusammenhang können wir ja auch den Tiergartenmord vielleicht mal diskutieren,
was ja auch zu diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und Russland wieder geführt hat, ne? Also ich meine, gut, der Tiergarten war, das war schon im August. Aber was ich jetzt schon sehr misslich fand, ist, dass wenige Tage vor diesem Normandie-Gipfel, der ja wirklich was Besonderes war, nach mehr als 3 Jahren, die deutsche Seite 2 russische Diplomaten ausgewiesen hat. Begründung: mangelnde Kooperation der russischen Behörden bei der Aufklärung dieses Tiergartenmordes. Da habe ich mal nachgefragt jetzt bei der Bundesregierung. Und wie das, was heißt denn jetzt mangelnde Kooperation? Und dann sagen Sie mir, ich habe hier die Antwort: die russische Seite hat ungeachtet dieser Bemühungen die Aufforderung der Bundesregierung zur Mitwirkung bei der Aufklärung in den vorangegangenen Monaten dilatorisch gehandhabt. Was heißt denn das? Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben beide schon studiert, aber dilatorisch habe ich noch nie gehört. Ja, ich bin eigentlich schon, ich kenne mich auch kenn viel fremd, habe ich noch nie gehört. Da habe ich nachgeschlagen. Es gibt tatsächlich also das Wort, das heißt so viel wie ja, ein bisschen verzögernd, nicht mit der, also schleppend könnte man es vielleicht am ehesten übersetzen, also nicht so richtig engagiert. Das heißt aber schon, das heißt, dass offenbar eine Mitwirkung stattgefunden hat, aber sie hat der deutschen Seite nicht ausgereicht. Also sie sagen ja nicht, dass sie nicht kooperiert haben, sondern sie sagen, sie haben dilatorisch kooperiert, also nicht zackig genug, könnte man sagen. Ja. Ich frage mich schon, ist es dann sinnvoll, 3 Tage vor dem Normandie-Gipfel, 4 Tage vorher, russische Diplomaten auszuweisen und damit natürlich eine diplomatische Eskalation einzuleiten, weil die Russen haben ja jetzt auch dann 2 deutsche Diplomaten reziprok ausgewiesen. Ob das ein kluger Schachzug war, wage ich jetzt sehr zu bezweifeln. Ich habe das gestern auch direkt Heiko Maas auch ihn dafür kritisiert in der Debatte im Bundestag, weil ich finde, auch wenn es tatsächlich eine schleppende. Vielleicht mal ganz kurz den Kontext mal erklären für die Zuhörer. Also ein Spion. Ja, der Tiergartenmord selbst, ja, Ja. das ist nochmal natürlich, der Tiergartenmord selbst war, ist im August, ist ein Georgier, also ein Tschetschene georgischen Herkunft, georgischen Passes, ist ermordet worden im Tiergarten. In Berlin. In Berlin, Mitten in Berlin. mitten in Berlin der Tiergarten. Man weiß nicht, wer das war. Es gibt einen Verhafteten, einen Verdächtigen, aber man weiß sozusagen nicht, was dahinter steht. Es riecht ziemlich nach einer Geheimdienstnummer, aber man weiß es natürlich nicht. Diese Person war eine Schlüsselperson im Tschetschenienkrieg 2000 gegen Russland, also ein ganz brutaler Tschetschenienkrieg, und offenbar auch beteiligt in irgendeiner Form, jedenfalls sagt die russische Seite das, bei diesen großen Terroranschlägen in Moskau um das Jahr 2000. Da gab es ja ganz große Terroranschläge, die zusammenhingen mit dem Tschetschenienkrieg. Und die russische Seite sagt halt, sie haben diese Person gesucht und haben die Deutschen gebeten um Auslieferung. Und die deutsche Seite hätte darauf nicht reagiert. Die deutsche Seite sagt, es hat keine Auslieferungsgesuche gegeben der russischen Seite. Das steht jetzt erstmal im Raum, das will ich halt hier aufklären. Was hinzukommt, dieser Georgier, Kushakvili, glaube ich, heißt er, der hat Asyl beantragt in Deutschland, keinen Asylstatus bislang gekriegt, aber das Verfahren läuft. Der wurde zuerst als islamistischer Gefährder eingestuft und ist dann aber plötzlich runtergestuft worden. Das kann auch darauf hindeuten, dass er dann von einem westlichen Geheimdienst in Auftrag genommen worden ist, sozusagen als Informant, für den gearbeitet hat, weil sonst kann man sich schwerlich erklären, warum er plötzlich herabgestuft wurde. Wie auch immer, ich will auch nicht zu viel spekulieren. Warte mal ganz kurz, noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ein tschetschenischer islamistischer Extremist
ist in Berlin und stellt Asylantrag. Das Verfahren läuft, er wird aber als islamistische Gefährder eingestuft und auf einmal nicht mehr. Das ist irgendwie, das sind alles Fragen, die im Raum stehen. Ich kann die ja auch jetzt nicht beantworten. Das ist sozusagen, was in den letzten Tagen. Und die Russen sagen, wir wollten ihn gerne ausgeliefert haben. Deutschland sagen, die haben es gar nicht gefragt. Genau, so kann man es zusammenfassen. Ja, und natürlich ist alles kein Grund, den hinterrücks zu erschießen, ne? Wer immer denn auch erschossen hat, daraufhin sagt die deutsche Seite, dass die russische Botschaft dilatorisch ist, also nicht zackig genug. Also nur die Botschaft, die russischen Die Behörden. russischen Behörden insgesamt, also weisen wir Botschafter aus. Genau. Und jetzt Und die gestern. Russen sagen, okay, dann weisen wir auch von euch zwei Genau, die Betrüger. Russen haben gesagt, jetzt ihr habt zwei von uns ausgewiesen, das war unbegründet, jetzt weisen wir zwei von euch aus. So, das ist jetzt der Stand. Und die Gefahr ist natürlich im Raum, dass so eine diplomatische Eskalationsspirale einfach immer weitergeht. Das ist aber Unsinn. Also, man sollte rauskommen aus diesem diplomatischen Kleinkrieg. Und man muss vor allen Dingen diesen ganzen Vorfall aufklären. Sowohl den Mord als auch die Hintergründe dieses Georgiers. Was ist da gelaufen? Gab es Auslieferungsbegehren der russischen Seite? Es gab offenbar eine Red Notice bei Interpol. Und es gibt dann sozusagen eigentlich, wenn es so eine Red Notice gibt, sollen die Staaten die so eine Person verhaften und dann gibt es ein Auslieferungsübereinkommen auch mit Russland. Das ist nicht aktiviert worden. Also stellen sich jetzt sehr viele Fragen und denen muss man jetzt in aller Ruhe und ohne allzu viel Spekulationen dem nachgehen. Aber das Ganze überlagert jetzt praktisch dieser ganze Vorgang. Und so war es dann ja auch gestern hier in der Debatte im Bundestag, wo Heiko Maas eigentlich nur berichten sollte zu den Ergebnissen des Normandie-Gipfels in Paris, die ja eigentlich ganz positiv waren. Eigentlich wollte er sich auch da halt positiv darstellen. Schon in seiner Rede ist er auf diesen Vorgang auch eingegangen, weil das gerade natürlich in dem Kontext, Russland spielt eine Rolle, eben da ist und deswegen weil ist das Ganze dadurch überlagert. Und das Ganze ist nochmal überlagert durch die auch gestern begonnene Sanktionsdiskussion zu Nord Stream 2. Also wir erleben praktisch auf der einen Seite einen Entspannungsprozess, auf der anderen Seite Vorgänge, die auch wieder in Richtung Eskalation. Ich meine, wenn es tatsächlich so ist, dass so ein Extremist, der in Russland Anschläge gemacht, vielleicht oder unterstützt hat oder Fäden gezogen hat, wenn russische Spione den hier mitten in Berlin umbringen, ist auch nicht besonders klug von der russischen Seite, ne, solche Manöver zu machen, ne? Wenn das stimmt, ist das natürlich absolut zu verurteilen. Das ist völlig klar. Aber das ist eine der möglichen Szenarien. Also dann stellt sich auch nochmal die Frage, ist das Kreml gesteuert oder waren das dann Eigenaktivitäten von irgendwelchen Strukturen? Dann stellt sich aber auch die Frage, kommt es aus Tschetschenien selbst? Ja, aus dem Umfeld, dort gibt es ja auch nicht gerade eine sehr zimperliche Regierung, praktisch innerhalb der Russischen Föderation, aber in Tschetschenien um den Kadyrov, der natürlich auch eine Rechnung offen hat. Was ist das für eine Regierung? Wie ticken die? Das ist im Grunde genommen, ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, aber es ist schon eine sehr autoritäre Regierung. Man hat im Grunde genommen Tschetschenien dadurch befriedet, dass man einen dieser Clans an die Macht verholfen hat. Und das ist jetzt der Kadyrov-Clan. Und eine sonderlich menschenrechtsfreundliche und demokratische Regierung ist das sicher nicht, aus russischer Sicht. Russische Militär hat da ja auch ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Die waren ja auch nicht Russische Militär zimperlich. ist total brutal einerseits vorgegangen, aber allein durch die Brutalität hätten sie sozusagen diesen Tschetschenienkrieg nicht gewinnen können, sondern sie haben eben aus diesen Clan-Strukturen in Tschetschenien dann eine Seite praktisch an die Macht gesetzt, mit denen irgendwelche Deals gemacht. Ja, dazu gehört, also das ist jetzt Kadyrov in Tschetschenien.
Das ist denkbar alles. Es ist natürlich auch, das sind Geheimdienstgeschichten, da geht es um ziemlich viel. Das ist natürlich auch denkbar. Das ist eine Fake, das ist auch ein, also von daher gibt es viele Spekulationen. Klar ist natürlich, egal wer es war, ob es die Russen waren, ob es aus Tschetschenien kommt, aus von westlichen Geheimdienst kommt, es ist völlig inakzeptabel. Nur man muss aufklären. Und Merkel hat in Paris gesagt, die Generalbundesanwaltschaft hat einen Anfangsverdacht, in was auf die russische Seite deutet, nicht mehr und nicht weniger. Das waren ihre wörtlichen Worte. Und das ist keine Grundlage, um jetzt sozusagen so, und da muss man ordentlich, da gilt auch das Rechtsstaatsprinzip in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, also Unschuldsvermutung, und die gilt auch für Russland. Jetzt mal vielleicht ein bisschen nochmal auf das grundsätzliche Problem, grundsätzliche Konflikt zurückzukommen. Es ist ja eine relativ ersichtliche Strategie der US-Außenpolitik, Konfliktherde zwischen den anderen Konkurrenten zu produzieren. Ja, das erleben wir in der Ukraine. In Hongkong ist es wahrscheinlich ähnlich. Auch dort haben sie natürlich ein Interesse, dass das sozusagen der Brückenkopf zwischen China und Westen auch irgendwie destabilisiert wird. Jetzt hast du aber davon erzählt, von diesen ganzen Prozessen, die in Paris gelaufen sind, die Verabredungen, die jetzt getroffen sind, die eher in eine positive Richtung gehen. Können wir davon sprechen, dass Deutschland und Frankreich jetzt eine selbstständigere Außenpolitik machen und auch sich ein bisschen von USA emanzipieren? Das gilt für Frankreich, ja, für Deutschland nicht. Also es ist in der Tat interessant, dass im Élysée-Palast seit etwa August dass vom Élysée-Palast ganz andere Signale kommen. Es kommt die Aussage, wir müssen überlegen, wie wir mit den aus den Russland-Sanktionen rauskommen. Das war schon im Spätsommer. Es wird über eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur mit Russland gesprochen, das Wording von Macron. Es, auch jetzt, dass dieser Gipfel in Paris stattfindet, ist auch kein Zufall. Also die französische Regierung, so sehr man die innenpolitisch kritisieren muss, ist zumindest in dieser Frage der Außenpolitik im Augenblick sehr aktiv und spricht von einem möglichen gemeinsamen Raum von Lissabon bis Wladiwostok. Das, was Gorbatschow früher mal das Europäische Haus bezeichnet hat. Es gibt zum Beispiel die Initiative vor 2 Wochen von Macron angesichts der Kündigung des INF-Vertrags durch die USA, also diese Atomwaffenverträge und der drohenden Auslaufens des Startvertrages, stehen wir ja sozusagen vor einer Gefahr einer neuen atomaren Hochrüstung wieder. Davor gibt es Vorschläge von Putin nach einem Moratorium. Das wird vom Westen abgelehnt, von Deutschland, von den USA. Aber Macron sagt, sollten wir prüfen. Sollten wir ernsthaft prüfen. So gibt es in den letzten Wochen und Monaten schon von französischer Seite in der Russlandfrage sehr interessante Vorstöße. Viele Sachen, die wir manchmal hier alleine vertreten haben als Linke, wie diese gemeinsame Sicherheitsarchitektur. Das wird alles sehr massiv zurückgewiesen, auch von der deutschen Seite. Das ist, also ich habe das selbst erlebt, jetzt war vor, weiß ich was, vor 2 Wochen, da kam extra hier eine niederländische Delegation vom Auswärtigen Ausschuss nach Berlin, deren Hauptmotiv war, mit uns darüber zu sprechen, wie man so einer möglichen atomaren neuen Eskalation entgegenwirken kann. Dann habe ich natürlich auch auf die Macron, also ich habe gesagt, es gibt ja die Vorschläge da, Macron sagt ernsthaft prüfen. Da wurden alle anderen Deutschen, die da waren, haben Macron als Witzfigur hingestellt und gesagt, kann man nicht ernst nehmen. Das gilt für manche Sachen vielleicht auch, aber sicher nicht für diese. Da waren die Niederländer auch ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil sie ja dann auch gesagt haben, naja, man kann das ja kritisieren, aber wo sind denn eure Vorschläge? Wo sind denn die Initiativen von der deutschen Seite angesichts dessen, dass wenn wir nichts tun,
wir wieder in ein atomares Wettrüsten mit Russland hineinschlittern, wie das in den 80er Jahren der Fall war. Und da ist, muss man wirklich sagen, ist ausschließlich Frankreich aktiv. Eigentlich, auch das haben die Niederländer gesagt, eigentlich hat man das eher von Deutschland erwartet, weil die Stimmung in Deutschland eben so ist, auch von der Geschichte, von der Bevölkerung, dass es hier ein großes Bedürfnis gibt nach Kooperation mit Russland. Stärker auch als in vielen anderen europäischen Ländern. Aber es kommt hier eigentlich keine Initiative von der Bundesregierung. Was jetzt Minsk II angeht, da machen sie mit, das ist okay, das ist gut. Aber richtig initiativ auf dieser Ebene ist die deutsche Seite nicht. Auch was jetzt die Sanktionen angeht. Ich habe gestern auch in der Debatte gesagt, wenn es doch jetzt Fortschritte bei Minsk II gibt, dann sollten wir doch auch Signale setzen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland auch sozusagen gelockert werden oder dass man dann so eine Kopplung macht, wenn es da Fortschritte gibt, dann werden die Sanktionen reduziert. Kein Interesse dran. Und jetzt hat auch der Gipfel gerade in Brüssel, jetzt vor einigen Stunden, auch wieder die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen beschlossen. Und das ist die deutsche Position. Das finde ich halt sehr traurig, sehr kritikwürdig. Da könnte man sehr viel mehr tun. Deswegen sage ich nicht Deutschland, Frankreich, aber Frankreich ja. Auch nicht nur aus positiven Motiven, will ich dazu sagen. Das französische Konzept ist mehr Unabhängigkeit von den USA, deswegen Hirntod, NATO. Mehr eigenständige kerneuropäische Militarisierung und mehr freie Hand für die brutale Afrikapolitik. Ja, wenn man sich so die verschiedenen Ebenen der Politik und Politikbetriebs anschaut, ist es wirklich sehr chaotisch, sehr oft, ne? Die Grünen, die einem ja so in der Umweltpolitik oder Menschenrechtsfragen in der Politik manchmal sehr sympathisch sind, sind in der Russlandpolitik auf einmal der rechte Rand, wie du das mal gesagt hast. Ein Macron, der nach innen nur noch mit Polizeigewalt auf Sozialproteste agiert, und man die Bilder einem an diktatorische Regime erinnern, die man jetzt in Frankreich erlebt, auf Demonstrationen, hat aber auf einmal eine sehr vernünftige Haltung gegenüber Russland und Entspannungspolitik. Also es ist chaotisch, es ist nicht einfach. Wir sind aber sehr froh, dass du da jetzt drin bist. Du bezeichnest dich ja als investigative Journalist, investigative Abgeordnete, Entschuldigung, investigative Abgeordnete. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt uns mal die Zeit genommen haben, dass du mal ein bisschen von diesen Geschichten, die da ablaufen, die du mitkriegst, ja auch erzählt hast. Ich hoffe, wir können das in Zukunft fortführen, dass deine investigative Arbeit auch mehr an mehr Ohren kommt, als nur im Bundestag in diesem Raumschiff bleibt. Vielen Dank, André. Wir hoffen dir eine entspannte Weihnachtszeit und auf ein gutes und erfolgreiches 2020. Alles klar, vielen Dank.